Soll ich den hier reinschmeißen? Nee. Nun kannst du mit Hilfe des Ankers die Truhe vor dem Steg in der Nähe des... Ach! Oh nein, ey, die... hier. Oh, ich bin ja echt so ein Pferd, ey. Ja, und hier ist auch der Schlüssel. Mann. Ey, manchmal... Ah, Wimmelbild. Ich bin ja echt so ein... Naja, so. Hier ist so ein Diamant, hier ist ein Würfel, das brauche ich alles bestimmt. Die Seekarte hat hier schon drei Würfel. Noch ein Diamant, nee, das war ein Anhänger. Hier ist ein Diamant, drei Flaschen, zwei Sanduhren, zwei Ringe, Knochen, drei Spitzhut. Drei Spitzhut, hier ist so ein, wie nennt man die Tiere? Tja. Was? Ach hier, das war königliche Siegel. Dein Fernrohr. Ah, ja, der Typ, der hat mich jetzt wirklich vorangebracht. Ey, da habe ich mich, ja, naja. Hier ist das Fernrohr direkt vor der Nase. Hier der Ring. Jetzt muss man mal weiter gucken. So, hoch, hoppala. Jetzt klopfe ich überall dagegen. Hier ist dieses königliche Siegel. Das hier sieht mir aus. Das weiß ich gar nicht, was das war. Knochen. Ja, drei Spitzhut, das ist der hier, dieses und der hier. Drei Flaschen. Ich brauche nur zwei, weil eine spielt das Spiel gerade. Ich. Na, Gott, ich mache mich hier nicht selber schlecht. Wo sind jetzt die drei Flaschen? Ach, direkt vor meiner Nase. Eine. Die zweite. Tja, und da ich mich nicht selber anklicke, nehme mal die hier. Sanduhr zwei Stück, da haben wir hier eine. Ich brauche noch eine Sanduhr und einen Ring. Wie soll ich denn in dem Sauhaufen hier einen Ring finden? Hier ist noch eine Sanduhr. So, das Piratenzeichen und eine Karte. Also theoretisch hier kann ich das die Karte. Da ist die Karte. Was mache ich damit? Die Karte zerschneiden, das Piratenzeichen? Hat die Karte zerrissen. Ja, jetzt muss ich die wahrscheinlich wieder zusammenkleben. Und hier ist der Ring. Wow, jetzt brauchen wir was noch? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Piratenzeichen und die Karte. Ah, hier ist doch jemand. Ah, einzuritzen. Müssen wir bestimmt weiter. Müssen wir bestimmt hier weiter ritzen. Aber nicht mit dem Messer. Was ist das? Ich klicke auf die Karte und jetzt ritzt er das hier. So ein Blödsinn. Naja, gut, jetzt habe ich aber die Karte. Was steht da? Oh nein, jemand hat die Karte zerrissen. So. Ah, Puzzle. Okay. Wartet mal. Tauschen wir das mal. Das sieht mir nach so einem Fußende aus. Das tauschen wir ebenfalls. Das kommt hier hoch. Du siehst mir aus, als ob du eher nach unten gehörst. Und dann gehörst du. Nee, scheiße. Du gehörst. Warte mal. Das kommt runter. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir sie. Genau. Wo ist sie? Da. Glückwunsch, ein Fernrohr. Ich kann nicht so schnell lesen, Leute. Ein Fernrohr. Mit diesem Fernrohr können wir bestimmt. Genau, und jetzt benutzt mal das hier. Alter, geil. Ja, das war ja fett. Treffer und versenkt, ein großartiger Schuss. Wenn ich mich einmal selbst loben darf, ich sollte nur mit. Das war. Also. Respekt, das war fett. Das fand ich jetzt geil. Und da haben wir die Puppe. Und jetzt ist auch Musik da.
komisch. Naja, gut. Danke, deine Hilfe war einfach wundervoll. Bitte nimm diese silberne Seite als Geschenk. Wie kommt denn ihr an die Seite? Jetzt kann ich auch das hier fertigstellen. Und schon ist die Musik wieder aus. Perfekt. Ja, dich kriegen wir noch zu deinem Herrchen. Das schaffen wir schon noch. Jetzt kann ich nämlich erst einmal hier rüber zu dem Onkel und ihm... Genau. Ja, Schlangenbeschwörer. Jetzt können wir uns nochmal mit dem behalten. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte, Däumelinchen. Ich hoffe, dass unser Blumenreich bald wieder wunderschön und friedlich ist. Das hoffe ich auch. Jetzt kann ich hier weiter. Aber habe ich jetzt hier drüben alles schon erledigt? Jetzt können wir hier nochmal schauen. Das sieht man ja zum Glück, wenn man hier so drüber geht. Ob da eigentlich schon, ne? Ich habe das da... Ja. Ja. Ja, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Hier ist so eine riesige Wespe. Oder Biene. Na gut, für uns ist ja alles riesig. Als Däumelinchen. Und dann schauen wir doch erstmal hier. Ich muss 3 Objekte finden, die hier hineingehören. Das sieht mir ganz nach einem Totenschädel aus. Genau. Also brauchen wir noch 2 Totenschädel. Die Kristallkugel mit Sicherheit nicht. Genau, okay. Die werden wir wahrscheinlich... Was ist das hier? Was stand da? 1 der Einhörner scheint zu fehlen. Ach, hier sind Einhörner, sehe ich auch gerade. Nun gut. Verflixter Knöderich, diese Honigbiene sieht ziemlich übellaunig aus. Vielleicht nochmal ärgern hier und nerven, das dämliche Viech. So. Ja, richtig mit dem... Nee. Gut, dann schauen wir mal hier weiter. Oh. Wie ist das, die Hexe? Habt ihr das gehört? Was spinne ich schon? Nee, ne, das habt ihr jetzt auch gehört, oder? Hier ist doch irgendwo was. Aber ich kann hier gerade gar nichts anklicken. Oder? Übersehe ich was? Nein, ich übersehe nichts. Hier ist nichts. Noch. Oh, Alter. Du bist ja ganz schön hartnäckig. Doch meine Pläne bringst du nicht durcheinander. Ja, jetzt kann ich hier alles angucken. So etwas habe ich schon mal gesehen. Die Palastwache trainiert an diesen Puppen verschiedene Schwertkampftechniken. Gehören hier nicht hin, ich sollte sie vertreiben. Wie soll ich die Seile vertreiben? Der Märchendacher sieht ein wenig grummelig aus. Bist du hungrig? Wow, ho, ho, ho. Das dunkle Königreich. Die Hexe hätte keine Zeit verschwendet. Ja, ja, bla, 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 bla. Und diese Kackviecher hier, die gucken wir uns mal jetzt näher an. Im Namen der großartigen und allmächtigen Königin. Niemand hat Zutritt zum Palast, zumindest ist niemand ohne Geld. Du erst recht nicht. Los zurück zum Tor. Bring mir 50 Goldmützen oder mehr und ich lass dich passieren. Geh halt arbeiten. Für 50 Goldmünzen. Was hältst du hier die Hand offen? Ja, schlau ich dir mit der Kugel drauf.
Also ihr wollt Kohle, gut. Ihr seid aber vermutlich sowas wie eine Art Söldner, die sich an den Meistbietenden verkaufen. Okay. Dann gehen wir nochmal erstmal ein Stück zurück. Die Biene hier, die werden wir auch nicht los. Wo ich hier die Totenköpfe herkriege, das weiß auch niemand so richtig. Hier benötigen wir noch das andere. Ihr wisst schon, Einhorn. Gut, dann gehen wir erstmal weiter zurück. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier auf gut Deutsch. Und dann schauen wir uns die Karte mal an. Können wir mal hier draufklicken? Ah. Dann geht's hier weiter. Das ist. Also ich muss sagen, das Game, das ist richtig geil gemacht bis jetzt. Ja, manche Rätsel, oder das mit den Tipps, manches, da kommt, finde ich persönlich schwer. Nanda wäre da vielleicht drauf gekommen, aber eher schwer im Sinne von, man möchte ja nicht gleich alles auf einmal lösen und zu leicht oder zu schwer ist auch nicht immer schön. Das ist bis jetzt, ich finde es in Ordnung. So, jetzt haben wir wie gesagt die Kugel. Jetzt müssen wir hier erstmal weiterschauen. Ich gehe nochmal bis hier vorne zurück. Und hier ist nichts. Also ich habe mal erstmal alles abgeschlossen sozusagen. Gut, der kleine Igel hier, putziger Kerl. Ja, ist ja sitzt immer noch hier schön rum. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Jetzt kann ich hier auch so eine magische Schneeflocke einsammeln. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Ist in Ordnung. Dem fehlen die Augen. Die werde ich noch irgendwo besorgen müssen. Da müssen wir mal später schauen, dass wir die noch irgendwie rankriegen. Hier, was es damit auf sich hat, weiß ich leider noch nicht. Kriege ich aber auch noch aus. Ganz bestimmt. Gehen wir weiter nach rechts. So, die Familie ist abgehauen. Sich aus dem Staub gemacht. Ist ja alles kein Problem. Schauen wir noch mal hier drüben. Hier, Buongiorno, Buongiorno, Signorina. I'm Signorina. Ich so freue glad mich, you dass come du back. wiedergekommen bist. I'm Ich bin so so glad einsam. you're Der here. Papagei Carla has not Caramba ist noch returned. nicht wieder da. The whims Er of ist her zum Caramba Zauberturm won't let geflogen. anybody take Dieser it. drollige I'm Caramba lässt connected. keiner, Please was, bring your lässt pal keiner Mr. näher an Somewhere sich home. herankommen, aber ich habe sein Eternally Halstuch. grateful Bitte to bring you. mir den Papagei, mein liebes Dömmelinchen, und ich werde dir ewig dankbar sein. Dann gib mir das Halstuch. Ja, genau. Ah, ja. Das ist sehr schön. Dann werden wir jetzt versuchen, dem Herrn da seinen Papagei zu bringen. Komm mal her, Kleiner, pass mal auf. Hehe. Zack, jetzt haben wir ihn. Schneeflocke? Kann ich vielleicht mit der Schneeflocke? Nee. Nicht beim Wachsen helfen. Naja, gut, es hätte ja sein können. So. So, mein Freund. Und damit hast du deinen Papagei jetzt wieder. Däumelinchen, du hast mir meinen Papagei wiedergebracht. Danke. Bellissimo. Würdest du mir etwas Rum bringen? Ich habe einen Humpen, der sich perfekt für Rum eignet. Hier, nimm. Da wäre noch was. Unser Kapitän hat eine Brieftaube mit einer Nachricht geschickt. Du findest sie in der Grotte an unserem Liegeplatz. Ah, gut, jetzt haben wir diesen Krug. Eine ordentliche Tasse Rum. Was hat er jetzt gesagt gehabt mit dem Steg? Warte mal, muss ich bestimmt hier rüber gehen, hier. Nee, was hat jetzt. Jetzt habe ich das nicht so ganz gecheckt, was der gesagt hat. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo hier die Aufgabe stand. Nirgends. Na, so ein Scheibenkleister aber auch. Das jetzt
Betritt den Turm. Ja, gut, da komme ich ja jetzt. Sammle 50 Münzen. Ja, den Turm betreten, aber ich komme ja nicht an dem Viech hier vorbei. Wartet mal. Eine ordentliche Tasse Rum auftreiben, erstmal. Gut, ja, das müsste man ja an und für sich eigentlich hinkriegen, oder? Rum. Na? Okay, hier ist aber. Wartet mal, noch mal eins weiter zurück. Hier etwa? Nee. Gut, nee, okay. Dann wäre ich an dieser Stelle, wäre ich erstmal die Session für jetzt beenden. Cutte natürlich über die ganzen Folgen und dann sehen wir uns einfach dann morgen, übermorgen. Je nachdem, wann ihr das nächste Video schaut oder gleich wieder. Von daher macht's erstmal gut, Mädels, Jungs, wie auch immer. Und tschüss.